Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hourglass, dem Rätselspiel mit einer Wüste und schöner Optik und einem bekannten YouTuber, der das Ganze irgendwie, irgendwas hat er damit zu tun. Ja, wir sind hier angelangt, auf einem sehr großen Plateau. Hier kommen wir schon mal nicht rüber. Aber das fährt irgendwo hin. Darüber wahrscheinlich. Wir haben das Ganze da hinten hinter uns gelassen. Wir sind jetzt hier und können diesen Knopf drücken, der dafür sorgt, dass tatsächlich, okay, die Geschichte sehr langsam darüber fährt. Und dann können wir nach da hinten. Die Frage ist nur, was bringt es uns, da drauf zu stehen? Richtig? Ich weiß es auch nicht. Können wir den wieder schieben? Oh ja, nur der ist noch riesiger. Ah, Moment, können wir den hier drauf schieben und dann irgendwie zurückfahren lassen? Also später können wir auch damit raufgehen, ja. Kann ich mich nicht da drum bewegen? Ich will nicht ins Wasser fallen. So. Okay. Und jetzt lassen wir mich mal zurückfahren und gucken, was passiert. Okay, das war ja der Plan. Der ist nämlich jetzt genau so hoch. Diese Dinger sind cool zum Schieben. Die sind halt echt massiv, aber cool. So, das ist genau der Plan, weil ich jetzt hopp, hopp, hier rüber hüpfen kann. Ja, ich komme gleich nicht zurück, aber ich kann mich ja umbringen. Das klingt nach einer komischen Logik. Ja. Okay, da ist eine Druckplatte. Eieiei, okay. Also, okay, hier ist eine Treppe. Damit können wir uns da drauf stellen. Und dann fährt das wahrscheinlich. Okay, also wir können uns erstmal hier drauf stellen und gucken, was passiert. Okay, dann fährt er. Oh, die ganze Stange. Okay. Dann machen wir das erstmal. Stellen uns am besten für die ganze Zeit da drauf. Ich weiß noch nicht, wie lange wir dann brauchen. Und go, go, go. Oh nein. Achso, doch, doch, okay. Ja, es ist ja einfach eine Brücke. Und dann können wir uns den hier nehmen und uns hier drauf stellen. Genau. Aber müssen wir uns den Doppelgänger dafür nehmen? Ich glaube schon, wir müssen nämlich wieder da hoch. Okay, das ist verrückt, denn ich glaube, wir müssen den Kubus hier draufstellen. Jetzt sage ich schon wieder Kubus in alter Vater-Manier. Dann nehmen wir uns unseren Doppelgänger, gehen hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber und stellen es da drauf. Damit der unten ist. Da nehmen wir uns den Kubus, gehen schnell rüber und stellen uns hier drauf. Und wenn unser Doppelgänger erlischt, was er jetzt tut, dann sind wir hier oben. Okay, coole Sache. So, dann haben wir da jetzt unser Portal. Das heißt, da müssen wir rüber. Ja, es ist jetzt weniger ein Portal, sondern mehr so ein. Brauche ich den echt? Okay, ich gehe mal vorsichtshalber. Wir gehen mal trotzdem hier rüber. Okay, der Plan wäre dann, den Knopf zu drücken und es zurückzuholen. Aber wir müssen vorher noch draufstehen. Okay, dafür brauchen wir aber noch den Cube. Richtig? Kommen wir von da unten mit dem Cube darauf? Nö, ne? Auch mit Cube wird das da nichts. Nee. Okay, also mit dem Doppelgänger hier runter. Dann auf den Knopf drücken, das Ding zurückholen, aber während wir draufstehen, sodass wir dann mit dem Doppelgänger. Achso, nee. Nee, stimmt, so funktioniert es auch nicht. Eieiei, okay, wir müssen aber am Ende ja da draufstehen, damit wir uns mit dem Doppelgänger darüber schieben können. Das ist das Problem. Ja.
Achso, da können wir mit dem Kubus einfach darauf. Okay. Können den Kubus nicht mal mitnehmen. Okay, das wäre vielleicht mal. Aber ich glaube, der. Nee, der reicht auch nicht. Okay, also wenn wir es hier drauf stellen, dann müsste unser Doppelgänger. Okay. Also, den Knopf, dann wir müssen, wir kommen ja nur von hier drauf. Also müssen wir hier stehen. Dann muss irgendwer den Knopf drücken. Das muss ja dann unser Doppelgänger sein. Genau. Weil wir dann darunter fahren. Und dann müssen wir aber doch wieder in den Doppelgänger-Status kommen. Damit wir den noch darüber schieben können. Und das blicke ich irgendwie noch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Also da hinten ist wieder so ein Reset-Knopf, aber ich glaube, das ist einfach nur zum Spaß, dass, weil man den Cube irgendwo verlieren kann. Ich glaube, der hat keinen Nutzen jetzt im Spiel, in der Strategie quasi. Ja, okay, das könnte man. Warte mal, wir probieren mal kurz aus, ob das funktioniert, hier rüber zu gehen. So, jetzt müssen wir ihn wieder aufholen. Und in der Zeit aber ja auf den draufkommen. Ne, das funktioniert nicht. Okay. Nö, nö. Das wird, glaube ich, nichts. Sondern wir müssen. Hä? Bin ich blöd oder bin ich irgendwie blöd? Nee, ich glaube. Doch, ich glaube, ich bin gar nicht blöd, aber auch nicht schlau. Ich glaube, upsala. Komm. Freiheit. Ich glaube, wir müssen den da hinten hinschieben. Ja, das ergäbe Sinn. Okay. Aber da müssen wir erstmal da hinten hinkommen. Ohne den hier zu haben. Okay. Boah, das ist. Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon gehört, dass die Spiele, dass die Rätsel echt nicht ganz einfach sind. Okay, folgender Plan. Wir drücken den Knopf, holen uns das Ding. Blip. Okay, der Doppelgänger schafft es nicht. Gut. Aber dadurch haben wir das Teil auf der Seite hier. Bringt uns das was? Achso, doch, jetzt können wir ihn rüberholen. Ah ja, klar. Doch, jetzt können wir nämlich das gleiche nochmal machen. Wir bleiben ja hier oben. Jetzt holen wir uns den also und stellen ihn da hin. Okay, ja. Genau. Und dann machen wir das gleich nochmal und schieben ihn darüber, wenn die Zeit reicht. Ich hoffe, die Zeit reicht. Genau. Und dann müssen wir uns gleich nur hier draufstellen. Okay, nochmal. So. Nein. Ah. Okay, nochmal. Er hat sich einfach aufgelöst. Und rüber. Rüber, 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 rüber. Ich hoffe, die Zeit reicht. Ich hoffe, die Zeit reicht. Ja, okay. Die Zeit reicht. Wunderbar.
Und jetzt kann man es nämlich einfach wieder draufstellen. Okay, das ist cool. Man muss einfach dreimal durch das Portal gehen. Erst den rüberholen, dann den so holen und dann den hier rüberschieben. Okay, aber wir haben es geschafft. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Okay. Eine Pyramide. Wir erinnern uns, die war am Ende der Skarabäus-Geschichte und diese Pyramide, da wollten wir auch eigentlich hin. Weil wir nämlich das Siegel haben möchten. Und was haben wir hier? Eine komische Druckplatte. Ich drücke schon wieder immer E, ne? Das ist schrecklich. Und wir können das umdrehen. Oh! Was macht die Pyramide jetzt? Dreht die Pyramide sich jetzt um, oder was? Okay. Ja, super. Stadt über den Wolken. Ja, was passiert, wenn ich den wieder wegnehme? Dann geht's wieder zu. Aber dann passiert nicht mehr so eine coole Animation. Achso, die Pyramide ist zu jetzt. Verstehe. Ja, dann gehen wir hier mal raus und gucken, was es hier so alles gibt. Jede Menge. Oh nein. Und ich dachte, wir hätten das Siegel quasi. Ach du Heilige. Alter Falter. Gut, dass ich das. Ich dachte, in der Pyramide wäre vielleicht das Siegel. Aber die Karte, die wir am Anfang gesehen haben, die galt über. Okay. Das ist so ein Portal einfach. Die Karte, die wir gesehen haben, galt überhaupt nicht für den ganzen Teil, sondern eben nur für den Teil, der noch auf der Erde ist. Und hier ist irgendwie mitten im Nirgendwo. Okay. Spannend. Was machen wir? Das holt das Ding rüber. Das holt das Ding rüber. Verstehe. Also, jetzt hier rüberstellen. Achso, nee, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Dann hier weg. Ups, oder? Und hier drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Aber doch, das sollte eigentlich reichen, oder? Genau, jetzt sind wir hier rüber. Und jetzt können wir uns da drauf stellen. Okay, doch, funktioniert. Weiter geht's. Was haben wir? Ist das jetzt ein Siegel? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach, das ist ein Kristall, glaube ich. Einer von vielen. Okay, wir haben jetzt einen Kristall bekommen. Ah, das steht jetzt oben links. Okay, wir haben jetzt einen Kristall. Und damit, da hatten wir ja diese Piktogramme gesehen. Wer bist du? Lebst du? Ja, du lebst. Na gut. Und tap. Da ist ja das Siegel, doch. Ach so, und die anderen sind nur von den anderen Skarabäus und so. Von den Schlange und Krokodil. Quasi. Okay. Oder. Ach nee, oder wir müssen noch irgendwie rauskommen. Oder Kristalle sammeln. Oder. Ach, wir brauchen jetzt alle Kristalle, die wir dann da einsetzen, um das Siegel zu bekommen. Oh nein! Wir brauchen alle Siegel, um das Tor zu bekommen und alle Kristalle, um ein Siegel zu bekommen. Okay. Aber einen haben wir ja schon. Super. Die scheint sehr ernst zu nehmen mit dem Siegel. Gut, aber das heißt, wir müssen eigentlich nur zu den Kristallen. Da gibt es noch einen. Da müssen wir jetzt nur noch hin. Aber da kommen wir hin. Yep. Aber. Okay. Hat der gerade sein Leuchtfeuer ausgemacht? Nee, ne? Ja, gut. Okay, doch, wir müssen hier hin. Weil wir hiermit die Tür öffnen können. Und was bringt uns die Tür nochmal?
weiß auch keiner so genau, ne? Aber das da oben, müssen wir da, kommen wir da noch hin mit der, mit dem Skarabäus? Ich will langsam mal ein Siegel haben. Gut, jetzt kommen wir hier rüber. Hier rüber. Und dann können wir den Knopf drücken. Ja? Nein, okay. Ah, wir brauchen erstmal den Würfel. Den Würfel können wir dann da drauf stellen. Dann nehmen wir uns unseren Doppelgänger, gehen schnell rüber und drücken auf den Knopf. Genau. Wunderbar. Und in der Zeit müssen wir uns einfach nur ganz entspannt hier auf die Platte stellen und werden dann rüber transportiert. Sit. Wunderbar. Dann. Von da ganz hinten kommen wir her. Ach, dann sind wir jetzt wieder hier. Was uns jetzt was nochmal gebracht hat, wissen wir auch nicht. Doch wir haben Kubus. Ach, wir hätten den mitnehmen sollen, glaube ich. Oh, wir hätten den mitnehmen müssen. Oh nein. Oh Gott, okay, wir müssen das nochmal machen. Wir müssen also das Ding wieder zurückholen. Dann müssen wir wieder da hingehen. Müssen uns nochmal mit unserem Doppelgänger bewaffnen. Und machen den Spürkes nochmal. Drücken drauf. Gucken zu. Verschwinden. Gehen hier lang. Holen uns aber den Würfel. Denn unser Doppelgänger kann durch verschlossene Türen gehen, natürlich. Und gehen jetzt. Nein! Wir waren zu langsam. Oh. Nicht schon wieder. Aber das ist doch der Plan, oder nicht? Dann müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Okay. Also beim Doppelgänger mehr Zeit lassen und beim Würfel holen ein bisschen weniger. Oh, Mist. Oh nein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay. Müssen wir das Ganze nochmal machen. Und nochmal. Wieder ein bisschen mehr Zeit lassen beim Doppelgänger. Ein bisschen weniger Zeit lassen beim Würfel holen. Und jetzt. Jetzt Würfel holen. Mitnehmen. Draufstellen. Mitfahren. So. Jetzt können wir den Kristall holen. Blödlerling. Das haben wir geschafft. Kristall Nummer 2. Aber ich habe wieder nur einen dabei quasi. Und damit können wir auch die Folge beenden, denn das war ein wunderbarer Abschluss. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Bling, bling und tschüss.